Guten Tag und willkommen zum Champions League Spiel. Gruppe E müsste das, glaube ich, sein. Borussia Dortmund gegen Olympique Marseille. Und Matthias, die alte Zecke. Aha. Ich spiele natürlich jetzt mit dem viel besseren Dortmunder. Ich muss mich jetzt hier mit so einem Kackteam aus Frankreich rumschlagen. Deswegen gehen wir mal sofort rein. Ich kenne eh keinen von Marseille. Wenn du mich jetzt hiermit nicht besiegst. Ah, oh, guck mal. Einer von denen mit den dunklen Trikots ist der Schiedsrichter. Da wirst du noch Spaß kriegen, glaube ich. Nämlich, das ist nämlich so ein FIFA-Bug auch. Die ziehen dem oft schon mal gerne das an, was die Gegner auch anhaben. Das ist ja für'n Arsch. Oh ja. Ja, ja, nicht lange fackeln hier mit den Franzosen. Ey, du musst den Torwart austauschen. Ja, ja, stimmt. Ah, top, da ist schon keiner mehr. Oh. Naja, immer ein Schuss. Mehr oder weniger. Ja. Eher weniger. Mann! Na, ein Durcheinander da hinten. Alter! Wollte schon sagen, da gibt auch eine Karte. Dafür gibt es eine Karte und eben für deinen Foul da bei Bayern. Ja, Reus ist ja auch ein kleiner Hurenbock, der hat doch verdient. Warte, mach mal essen. So, was war jetzt? Hä? Ja, hör doch mal auf mit der unfairen Scheiße. Was hab ich denn gemacht? Nichts hab ich gemacht. Ah! Kriegt er nur wieder ein Tor geschenkt, der Mongo-Fall. Na. Alter, was ist denn das? Ey, mit Bayern krieg ich nichts auf die Kette und jetzt sofort in den ersten 10 Minuten hier 1000 Chancen oder was? Ja, ist klar. Ich wollte schon sagen. Scheiße. Ich wollte erst noch lupfen, aber dann. Ich weiß, deswegen habe ich den Torwart ja alles wieder rausgeholt und dann wieder reingeholt. Ja, ja. Weil das wieder der alte Trick ist gegen dich. Dann bist du verwirrt und lupfst, machst du so einen halbgaren Lupfer und dann ist er nicht drin. Den hättest du schlinzen müssen. Wie mache ich das denn? Ich weiß nicht, wo das bei deiner Stor. Oh nein, das ist der Schiedsrichter. Scheiße. Abseits. Alter, das ist doch schon wieder so verbuggt, dieses Spiel. Ja, jetzt wieder plötzlich. Wenn du Pro Evo spielst, Pro Evo wieder verbuggt. Ist klar. Immer das, wo es nicht läuft, ne? Mit Reus habe ich da definitiv keine Chance, das weiß ich jetzt schon. Oh, lauf doch mal durch, ey. Aber die lassen sich aber auch so einfach sperren da von denen. Fuck. Ey, was macht der? Ey! Ey, wie leicht kann man den Ball denn verlieren, da du Bauer? Was war das? Kuba. Auf Kopf. Das ist nicht der Schiedsrichter, zu dem kann ich passen. Ah, nein, das ist doch kein Abseits. Kein Abseits, Mama. Der hat irgendwie faul gepfiffen oder so. Uns hat doch die Abseitslinie gezeigt. Ja. Setz dich doch mal durch da, Lewandowski. Das kann doch nicht so schwer sein. Jedes Mal lässt er sich da so easy abdrängen. Ja, aber das ist doch bei mir auch so. Ich muss da auf eine Lücke mal hoffen. Nein, das gibt's nicht. Alter, ist aber auch schnell, der Kakros. Das gibt's doch gar nicht. Normalerweise, dadurch müsstest du mich allein schon ziehen, weil Geschwindigkeit ist bei FIFA alles. Kannst nicht machen. Ja, mit dem tausendmal besseren Team und dadurch auf der Gegenseite 8 Millionen Chancen abgewehrt. Also, ist ja wohl keine Kunst. Also, normalerweise musst du so 4-0 gewinnen oder so. Dann kann ich sagen, okay. Ja. Hoch, schön hochgesprungen und man ist trotzdem drin. Ich dachte, du hast die tolle Geheimtaktik. Ja, die ist aber auch nur so weit effektiv, wenn du einen Spieler hast vom Gegner, der natürlich 8000 Punkte besser ist. Die haben 4,5 Sterne, so schlecht können die gar nicht sein. Ja, ist schon doch ein deutlicher Unterschied, auch in echt zwischen Marseille und Dortmund. Ne? Generell die französischen Mannschaften, wenn sie nicht gerade Monaco oder
PSG heißen, die sind alle nicht so, die Burner. Oh, Leute, ey. Ja, ist klar, von da auf Team. Na, ist klar, ey. Er flippt den da noch weg. Mann, wie langsam die mal sind. Wie lange die brauchen zum Annehmen. Der, was sie damit machen wollte, ist das wird auch immer der Eins. Ging, der war nicht so geplant. Wieder. Braucht er 100, nimmt er den erstmal noch, schlägt er sich 8 Meter vor. Ja. Ey, willst du mich verarschen? Wieder jetzt, ey. Das ist wieder, dass er den Ball nicht richtig annimmt und dann ist er wieder weg. Geht mir genauso. Pick dich doch jetzt. Ey, wo steht er schon wieder rum, der Lage. Es geht doch! Wieso steht der auch so allein? Ist er doch! Da hat die Eckbahn-Variante auch mal funktioniert, meine eigene. Ja, du hast die Ecke reingebracht und der steht allein. Nee, das musst du schon. Ja, aber da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Zack! Ja, aber der ganz alleine, der steht und keiner bei ihm. Ding, jetzt habe ich zumindest mein Tor, also bin ich zufrieden. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Ein Tor würde ich wissen. Unabhängig vom Ergebnis, weil ich genau weiß, wenn du noch mal einmal durch bist da hinten, dann wird es wieder brandgefährlich. Ach, Alter! Eigentlich nur Reus. Reus und Aubameyang. Wo ich nämlich mit Dortmund mal gespielt habe, FIFA, das ist ja echt übermenschlich, wie Aubameyang abgeht. Ja, das ist wirklich. Boah, das ist echt übel und das ist bei FIFA so wichtig. Das ist jetzt schon wieder Halbzeit. Zeit der Halb. Ja. Das war ein geschenktes Ding schon wieder, weil Weinfeller 100 Kilometer vor seinem Kasten stand und dadurch die Ecke zustande gekommen ist und ihn dann bei der Ecke keiner gedeckt hat. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, bei dir war es auch, bei deinem Tor war es auch eine Ecke. Ich habe mich nur beschwert, dass er nicht gestellt hat, dass er beim Tor hochgesprungen ist, aber den nicht reingemacht hat. Aber von geschenkten Sachen habe ich nicht gesprochen. So viel Sportlichkeit habe ich dann doch noch. Ich weiß nicht, ob die vielleicht bei den Dortmundern nicht mehr so da ist. Du hast wahrscheinlich zu oft mit Jürgen Klopp rumgehangen. Ja. Jetzt halt, dass man dich mal auf die Tribüne schickt. Dann wenigstens mal hinterhergehen, Freunde. Interessante Variante. Er ist ein Geist. Man kann ihn nicht umgrätschen. Ja, schon wieder. Die Abwehr da hinten ist so undortiert, das gibt's gar nicht. Also da kann er nicht die Augen aufmachen, wenn er da durchläuft. Oh, bleibt er noch stehen und läuft dann erst los. Wollte schon wieder sagen, das kann doch schon wieder nicht gut enden, wenn die beide gleichzeitig da auf den Ball rennen. Einfach den Ball ins Ausrollen lassen, dann hätte sich das Problem gar nicht ergeben. Hast du übrigens gesehen, dass das Family bis dich geschafft hat? Abbruch. 4 roten Karten, beziehungsweise 3-mal gelb-rot, 1-mal rot, ne? Das haben wir aber schon seit unseren besten Pro-Evo-Zeiten auf der Wii nicht mehr geschafft. Mein Gott, ey. Was machst du denn da jetzt? Du bist doch wirklich vogelwild da unterwegs, ey. Abseits schon wieder? Das gibt's doch nicht. Tja. Ist immer so geil, wo hier so Abseitspositionen entstehen bei diesem Spiel. Ja. Er steht aber auch ganz gechillt da. Nee, das hat damit nichts zu tun. Hin, ja. Zwei Leute von mir waren da, die haben sich gegenseitig behindert. Und da kam das Tor. Da jetzt. Die beiden jetzt. Zack.
Die behindern sich? Ja, und er steht nur da und köpft. Das ist die FIFA-KI, wo man dann natürlich so viel machen kann. Wenn jetzt nochmal zurückkomme, das bezweifle ich. Da machte ich dann doch das viel bessere Thema, weil doch bemerkbar. Wenn da die zwei Chancen, die man hat, eben reindödelt. Ist klar, Rätsch noch eher 30 Minuten vorher mit. Na, oh, das ist der Schiedsrichter. Abseits. Unglaublich, ey. Na. Klar, dass er sich wieder abdrängen lässt. Geh doch mal zum Ball, du Torf. Hand! Schießt sich dagegen. Hand! Nee, ja, das ist ein Handspiel. Klar, hat den an der, wurde an der Hand geschossen. Klar, ist ein Handspiel. Hast du doch angemacht, dann hättest du doch gepfiffen. Der pfeift aber auch nicht alle. Der setzt sich doch mal durch. Dann. Ey, du hast dich noch kein einziges, du hast dich zweimal durchgesetzt, das waren beides die Tore. Lauf doch, du Dödel. Meine Fresse. Dann ist ja keiner da. Boah, hast du gestunken, ey, das gibt's ja gar nicht. Boah, bist du ein Schwein, ey. Meine Fresse. Halbe Stunde später. Ja, der zog ja jetzt hoch. Noch, meine Fresse, ey. Noch verdient. Kommt genau auf den Torwart. Noch verdient, noch genau auf den Torwart, ja, ist klar. Wenn Roman Weidenfeller 3x3 Meter groß ist vielleicht. Boah, Schweinebacke. Alter, Vater, was da ein Kaktor. Guck, lass mal laufen. Ja, um, der war doch mal einmal, da war ich wenigstens einmal ein bisschen, na gut, der ist weggelaufen. Der ist um und er kommt genau zwischen ihnen, bei den Armen, zwischen den Armen durch. Kann man auch mal festhalten. Nein. Ball, oder wegfaust. Ist klar. Zumindest. Ja, genau. Und stell du dich mal über dumme Tore, nachdem sich da bei dem 2-1 meine beiden gegenseitig umgerannt haben. Und dann er dann nur noch Pock den Kopf hinhalten musste. Trotzdem kann man den halten. Nee. Neues Possible, Senior. Muss er nur die Faust hoch machen? Warte mal, ich lass mir eben nur einen schießen jetzt. Das wird doch eh so kommen. Wir wissen es doch. Nein, doch nicht da! Sauber. Mann! Also ich drück diesen Balken voll durch und der wirft einen halben Meter weit. Ich hab's auch gesehen. Na! Ah! Fuck! War der weit drüber? Vor mir hat er den denn geschossen mit dem. Ja, mit dem linken noch gedödelt. Guck, guck! Ups. Spiel doch nach unten einfach. Ja, hatte ich ja auch vor, aber ich weiß nicht, warum der dann da oben hin. Manchmal machen sie ja, was sie wollen. Meine Fresse, ey. Hallo. Boah, spiel doch hier unten, über den Bauer. Leute, Leute, Leute. Ja, war es am Ende doch ein sehr schmeichelhaftes 2-2 für dich, aber nicht gut. Ja, ja, genau.